Oh mein Gott, Leute, da vorne ist schon das Ende. Oh mein Gott, ich habe Angst. Oh mein Gott, ja! Das erste Mal in meinem Leben. Das war ein harter Part und ich habe ihn geschafft. Leute, darf ich mich jetzt einfach freuen? Ich darf mich freuen, oder? Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump League. Wir spielen heute mal mit dem lieben Shader und ja, ich hoffe mal, dass das Ganze hier... Oh, Thomas, das fängt ja schon mal gut an, nicht? Ich hoffe mal, dass es euch gefällt, dass ich mal wieder Jump League spiele, weil ihr feiert den Spielmodus ja irgendwie heftig. Keine Ahnung wieso, aber... Also ich feiere den Spielmodus auch, ja, aber viele von euch wünschen sich echt krass auf Jump League. Da finde ich natürlich schön, weil ich finde Jump League auch toll. Und dann dachte ich mir so, jo, wir spielen heute Jump League. Nice. So, zack, zack. Okay, wenigstens schon mal etwas Equipment. Und so schlecht ist das gar nicht. So. Einfach mal... Ich wollte gerade sagen, einfach mal einen Block übersprungen, like a boss. Und was ist dann, falle ich runter. Leute, das ist Karma. Ohne Witz, es ist ohne Witz Karma. Sollte jetzt aber so ein bisschen die Audioqualität heilen, dann tut es mir sehr, sehr leid. Das liegt zu einem daran, dass ich jetzt in einem neuen Zimmer bin. Also ich schlafe jetzt nicht in einem neuen Zimmer oder so. Ich habe noch immer mein Zimmer. Aber ich habe jetzt ein schön, wie soll ich sagen, ein eigenes Bürozimmer bekommen für meine YouTube-Geschichten und sowas. Und das haben wir jetzt halt renoviert. Da kam jetzt ein neuer Boden rein und so weiter und so fort. Das seht ihr dann alles in einem Vlog. Hier oben rechts werde ich euch den einfach, müsst ihr einfach nur auf das i klicken. Dann kommt so, öffnet sich so eine Infocard und dann könnt ihr euch das anschauen, wenn ihr wollt. Und ja, auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, wieder alle Geräte anzuschließen. Nicht, aber ihr seht, das Einzige, was ich hier drin habe, das Allereinzige, was ich hier drin habe, ist ein Schreibtisch mit meinem PC und mit meinem tollen 3-Bildschirm. Mehr habe ich nicht. Hier drinne, also ja gut, die Softbox steht noch hier, aber ich schwör's euch, Leute, hier steht sonst nichts und deswegen halt's einfach, wie wenn ich irgendwo in so einem Palast wäre oder so. Ja, das tut mir so ein bisschen leid, aber was soll ich machen, ich kann's jetzt auch nicht ändern. Okay, da oben ist so ein Raumschiff, keine Ahnung, was das ist. Ich habe den Part auch noch nie gemacht, der ist neu. Okay, wir sind da. Oh, nice. Goldstiefel. So. Aber sonst nur Crap, ne? Sonst nur Crap. So. Wenn ich hier jetzt runterfalle, dann bin ich wieder ganz am Anfang. Alter Schwede. Das ist natürlich... Boah, Leute. Hat mein Herz gerade so ein bisschen geklopft. So. Gut, den Part hätten wir. Okay, den Part kenne ich auch. Das ist der Part, wo ich im Stream heute so lange gehangen bin. Das war unnormal. Heute im Stream habe ich den Part gespielt und das war no fun, Leute, Alter. Das war nicht mehr lustig. Das war echt nicht mehr christlich. Aber ich glaube, Leute, ich packe den Shader weg. Weil er wird teilweise sehr dunkel und dann sind dann die Jumps teilweise vielleicht doch nicht so gut, wie sie eigentlich ohne Shader wären. So. Erstmal öffnen wir die Kiste. Das habe ich schon gelernt. So. Dann TNT, das brauche ich auch nicht mehr. Dann hüpfen wir mal hier rüber. Dann hüpfen wir mal hier rüber. Okay. Nice. Zack. Und den Part haben wir geschafft. So, ich glaube, der Part ist jetzt nicht so ultramäßig schwer. Und ich glaube, wir sind einer... die recht weit vorne liegen, oder? Oh, was? Einer schon fast auf 400? Was? Hat der das dann schon geschafft, oder wie? 400 ist ja, glaube ich, Ende. Ich hoffe es nicht.
Ich hoffe es nicht, Leute. Weil wir haben noch immer nicht unsere Eisenspitzhacke. Und wie jeder weiß, Eisenspitzhacken sind meine Lieblinge. Und ich liebe einfach Eisenspitzhacken in Jump League. Oh, oh, ich brenne. Ist mir aber egal. Mir ist egal, ob ich brenne. Ich mach's trotzdem so. Ah, was? Was habe ich denn hier bekommen? Warte. Oh, nice. Jetzt habe ich ein Level bekommen. Ey, wie nice ist das denn? Das hatte ich ja noch nie. Wow, das ist toll. So. Ja. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich hier mit dem Springen. Und auf der Seite hier ist es auch nicht besser, oder? Ist auch nicht besser. Ah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wenn ich den Part eventuell schaffe, dann habe ich in meinem Leben das allererste Mal einen schweren Part geschafft. Und das würde natürlich mein Leben bereichern. Oh. Okay. Oh mein Gott, Leute, da vorne ist schon das Ende. Oh mein Gott, ich habe Angst. Oh mein Gott, ja! Das erste Mal in meinem Leben. Das war ein harter Part und ich habe ihn geschafft. Leute, darf ich mich jetzt einfach freuen? Ich darf mich freuen, oder? Ich habe einen harten Part in meinem Leben geschafft. Ich habe es geschafft. Ich glaube, ich kann jetzt als glücklicher Mensch sterben. Okay. Okay, ah, ich glaube, ich muss eh so drüber springen, ja. Und jetzt hier rüber. Okay. Ja, okay, nice. Wo muss ich denn jetzt hin? Hallo? Ah, warte mal, komme ich zu der Kiste da irgendwie? Nice. Oh, ich habe ein Steinschwert. Nice. Was habe ich da jetzt schon wieder? Schon wieder ein Level. Alter, Leute. Bei mir läuft gerade richtig extrem mit den Leveln. Oder ich schätze mal, das bekommt man selten oder so. Ich weiß halt jetzt echt nicht, wo ich hin muss. Dann nach unten kann ich ja nicht. Ja, natürlich. Ich muss. Wahrscheinlich hier. Warte. So, und dann hier hoch. Ja, oh. Ja gut, hab ich gesagt. Hab ich gesagt. Oh Gott, so. Hier rüber, dann hier rüber. So, und jetzt sind wir eh wieder hier. Okay. Also bis hierhin ist es also nicht so schwer. Dann hier hoch. Dann kommen wir zu der Kistengeschichte hier. Oh Gott. Es ist echt anstrengend, Leute, für mein Gehirn. So, aber wie komme ich dann darüber? Das ist ja... Und ich bin gerade Erster. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, bleiben wir einfach mal stehen, ne? Weil weiterkommen tue ich nicht. Ich kenne mich selber zu gut, um zu wissen, dass ich dies nicht überleben würde. So. Und dann gehen wir mal los zum ersten Gegner. Oh, der hat leider ein bisschen gelaggt. Das tut mir natürlich sehr leid für ihn. Dass wir ihn jetzt... So, der hatte meine Eisenspitzhacke. Also wenn wir den vielleicht nachher killen könnten, das wäre natürlich mein allergrößter Traum. Oh mein Gott, Leute. Nein, er hat uns getötet. Nein. Jetzt muss ich da aber sofort hoch. Nein. Du darfst mich nicht töten. Ja, ich habe ihn noch bekommen. Okay, Leute. So, und zwar, wo kann man hier enchanten? Wo gibt es denn hier einen Verzauberungstisch? Ich habe nämlich 2 Level. Dann könnte ich nämlich meine... Ey, hau ab. Hau ab! Er hat mich abgestaubt. Was soll das? Nein. Es muss doch hier irgendwo noch so ein Ding geben. Nein, du hau ab. Der hat viel zu gutes Equipment für mich. Der hat viel zu gutes Equipment. Oh, da hat einer ein bisschen gesneakt hier. In der Ecke. Lol, der ist auch bei dem Typen vorbeigerannt. Ja, ist ja funny. Nee, doch nicht. Du Sau kommst jetzt her. Ah, schade. Egal. Wisst ihr was, dann loote ich lieber hier so ein bisschen aus der Kiste. Oh, die ist schon leer. Schade.
So, ich habe aber jetzt noch ein Leben, das heißt, ich muss mich jetzt echt ein bisschen zurückhalten, Leute. Was? Ey, du kommst jetzt her. Hä? Ich habe mich die ganze Zeit in die Ecke gesetzt oder so. Alter, habt ihr das gesehen? Ich habe mich voll in die Ecke gesetzt. So, da steht jetzt 1-1. Der hat jetzt das Equipment von dem anderen bekommen. Das ist natürlich schade. Der ist jetzt nämlich hier, der ist hier unten, ne? So, ich habe noch TNT. Leute, ich werde mit dem TNT arbeiten. Das ist halt der mit dem Super-Equip hier. Tschüss. Nice. Nein, Leute. Was? Ich setze mich irgendwo, immer irgendwo drauf. Aber auf jeden Fall GG. Wir haben es trotzdem bis ins Finale geschafft. War trotzdem eine schöne Runde. Aber... Was? Moment, das muss ich jetzt nochmal testen. Hier drin. Man kann sich irgendwie auf diese Treppen setzen, oder? Weil irgendwie immer, wenn ich geschlagen habe, dann habe ich mich so in die Treppen reingesetzt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr Jump League wollt, dann lasst mir einfach ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat auch. Und schreibt mir auf jeden Fall noch ein paar Spielvorschläge in die Kommentare. Und ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao!